So, und damit herzlich willkommen back zu Let's Play 4.2 Projekt Oregon. Und ja, ihr seht es wahrscheinlich schon, ich habe die Webcam mal ein bisschen an der Helligkeit herumgeschraubt, erhöht, weil ihr, glaube ich, wollen, dass ihr mich auch sehen wollt, da. Und dann machen wir mal weiter bis zum letzten Speicherpunkt da. Ne, so läuft das hier. Letzte Folge waren wir stehen geblieben. So, ich habe den Spielsound jetzt nochmal erhöht. Also lauter geht er nicht. Wenn das nicht lauter geht, muss ich mein Mikrofon leiser machen, damit der Spielsound optimal passt zum Spielerlebnis. Was? Drei Medikits? Willst du mich verarschen? Wir können drei Medikits mitnehmen. Was? In 4.1 konnten wir ein mitnehmen. Konnten wir 10 Stück mitnehmen. Und jetzt nur noch 3. Alter, was ist denn das? Okay, wir haben auch jetzt eine Hammer-Hardcore-Rüstung. Ich gesehen habe. So, du stirbst erstmal. Genau. Du explodierst erstmal. Ich finde es so geil, wie die explodieren, ne? Ich dachte, diese Flammenwerfer-Typen sind voll hart, aber nein. Du musst nur einmal auf den Gastank und dann ist gut. Oh, da ist schon jemand draufgegangen. Weste. Weste kriegen wir auch immer schön. Das ist doch voll nice, 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 nice. Die Spastis sind halt ein bisschen mehr gepanzert, aber... So, ich nehme halt ein bisschen im Voraus auf, dass wir das auch eigentlich schnell wieder erledigt haben, das Projekt. Damit wir ganz schnell mal weiter an geilere Projekte kommen. Aber wie gesagt, ich freue mich halt, dieses Spiel zu Let's Playen, weil es auch halt auch blind ist. Und weil ich das halt auch verstehen möchte, was, wie, wo, was. Würde ich dir nicht empfehlen. Alter, wieso, warum? Hier geht's lang. Ein X, ich glaube, hier geht's weiter. Die haben das jetzt, glaube ich, mal mit einem X gekennzeichnet. Okay, anscheinend scheint es hier nicht weiter zu gehen. Was ist in dem Lüftung-Ding? Geheimer Raum, Versteck. Whatever. Alter, ich bleib... Gott sagen, wenn ich jetzt hier feststecke. Ein Ordner. Archivdatei Projekt Origin. Name der Probandin Alma Wade. Alter der Probandin 7 Jahre. Darüber lese ich doch gerne was. Ach, Ziele sind hier auch. Zum Labor. Ah, okay. Ah. Beschreibung. Seit letzten Oktober hat die Probandin eine Entwicklung von regelmäßigen Albträumen zur periodischen Halluzinationen, ja, und lähmenden empathische Episoden gemacht. Sie ist äußerst empfindlich für emotionale Spannungen in ihrer Umgebung und wird in der Angst. Besonders, wenn sie sich ihren Vater... Was? Ich glaube, ich habe was überlesen. Spannung in ihrer Umgebung und wird in der Gegenwart von Wut nahezu katatonisch vor Angst. Besonders, wenn... Vater handelt. Besonders zu bemerken ist, dass sich ihre psychischen Potenzial seit der letzten Bewertung mehr als vervierfacht hat. Angestellte berichten von akustischen und physischen Halluzinationen während der Testquotienz. Letzte Gefühl von den Gliedmaßen. Was? Übelkeit bis hin zu einem Gefühl von brennenden
Brennen in den Gliedmaßen. Was? Was geht denn da ab? Schlussfolgerung. Der mentale Zustand der Probandin verschlechtert sich, während sich gleichzeitig ihre telestischen Potenzial exponentiell erhöht. Ich empfehle den Rhythmus der Bewegungen von 6 Wochen auf 14 Tage zu erhöhen. Mein Gott, lesen, das habe ich nicht so im Moment. Habe ich nicht so im Moment. Also haben wir doch was über Alma rausgefunden. Oh, da ist sie doch schon. Alma. Das haben die, glaube ich, so gedacht, ne? Obwohl, das Sprinten finde ich ein bisschen... Beckett, hier drüben! Bin froh, dich zu sehen. Na los, wir haben nicht viel Zeit. In die Kammer, Beeilung! Jetzt chill dich doch mal. Doc, das wird ihn doch wohl nicht sterilisieren oder so. Das wäre die letzte meiner Sorgen. Na ja, klar, ne? Nein. Kommt doch hinter dir. Ja, genau. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? What the fuck? Okay, Alma. Hat sie jetzt gedacht, ich filme dich oder ich finde dich? Guten Morgen, Herzchen. Sie gehören zu Projekt Harbinger. Warum sonst sollte Aristid sie hierher bringen? Kommandant, wir sagen dir auf den linken Haupteingang. Verstanden, ich komme. Sie darf nicht entkommen. Samuels, beende das hier. Der Nutscher geht nur zu. Treffen Sie sich mit... Mit Stokes. Meinst du, der Lutscher macht dich nicht fertig? Alles klar. Deine Lutscher gehen eher drauf, Junge. Gib mir erstmal ein bisschen Munition. Alter. Würde ich mir mal Gedanken machen. So, ihr Lutscher habt doch überhaupt keine Ahnung, wer ich bin, was ich bin. Nee, Medikit wäre jetzt Blödsinn. Komm. Genau deswegen. Da haben die mir mal ein bisschen live gezogen, muss ich sagen. Eine Akte liegt da einfach so. Ist ein Teil der mit Hilfe von Dioden. Bla bla bla. Beckett, ich finde Aristid nicht. Sie muss panisch geflohen sein. Halt Ausschau nach ihr. Ja, wie immer, ne? Erstmal hier rüber glitschen, sagst du? Lol. Ein Amchem Team für verdeckte Operation hat sie von Leutnant Stokes getrennt. Wurde aber auf
unerklärliche Weise ausgelöscht. In dem Chaos hat LT Stocks oder Leutnant Stocks Genevieve as Aristide aus den Augen verloren und versucht nun, sie wieder aufzuspüren. Derweil suchen sie nach einem anderen Weg. Jemand mit dem Decknamen Snaked First hat ihnen geholfen, doch seine Motive sind unklar. Ja, alles klar. Gib mir mal die Granate. Verpiss dich mal von den Scheiß da. Kennst dich doch gar nicht aus damit. Ups, das hat ein bisschen Parfum gemacht. Meine Wand ist mein Schutz. Hat er jetzt eine Granate reingeworfen? Nee, ne? Oh, hast du ein bisschen vorbeigeschielt? Oh, das tut mir jetzt aber leid. Was machst du da? Nee, gibt's nicht. Too easy! Ah, Leute, Leute. Da hat's Kaboom gemacht. Du Pisser. Verreck doch mal jetzt. Ja, der trifft mich noch. Alles klar. Haben wir das jetzt, ja? Gib mir mal ein bisschen Munition. Sagen, geht jetzt los? Leute, was viele nicht wissen, ist, dass 4.2 und in 4.3 der Regisseur. Der Regisseur und der. Warte mal, hier unten war doch noch Labor. Alter, ist jetzt gut mit Facebook, ja? Der Regisseur von. Also der Regisseur und Dings von. Wie heißt er? John Carpenter hat bei den Spielen mitgewirkt, also von 4.2 und 4.3. Wer John Carpenter nicht kennt, das ist ein Special-Mensch, der halt für Filme sorgt. Der ist halt so für Horror. Also der hat, wer das nicht kennt, den Film, aber der hat halt. Aua, das muss doch wehtun. Wo ist er denn jetzt hin? Ich wollte ihn gucken, angucken. Der hat halt The Thing gemacht, oder auf Deutsch halt Das Ding aus einer anderen Zeit. Und es gibt halt einen alten Film von 1900 oder so, das hat er halt gemacht. Und dann gibt es halt einen neueren von 2011, den hat er halt nicht gemacht. Aber den müsst ihr euch mal angucken, unbedingt die Uncut-Version aber. Aber, ja, guckt ihn euch mal an und das ist halt der Regisseur. Und, ja, da hat er halt auch mitgewirkt bei den Spielen. Und deswegen denke ich mal, dass halt auch 4.2 und so halt gut ist, ja? Warum sind hier eigentlich überall diese X'e? Soll es jetzt irgendwas heißen? Nee. Okay, ich dachte, vielleicht wäre es ja irgendein Easter Egg oder so. Ein Easter Egg. Versteht? So, die Tür ist zu, okay. Und deswegen will ich mal am Ende so gucken, bei den Credits, ob ich den auch sehe. Die jagen den Laden gleich in die Luft. Ah, Snakefist. Ich habe mich schon gefragt, wann wir uns sehen. Warum helfen Sie uns? Weil ich weiß, dass wir alle sterben, wenn Tarzan Beckett stirbt. Das hat mit Projekt Harbinger zu tun. Erkläre ich später. Bewegung. Mhm.
könnte mir vorstellen, wer dieser Snaked Fist ist. Wir haben immer noch nicht draus gemacht, muss ich sagen. Dann gehst du erstmal drauf. So, hier lang ist, glaube ich, dumme Idee. Hier gibt es halt drei Medis nur, Alter. Schon irgendwie ein bisschen billig, finde ich. Drei Medis nur mitzugeben. Wo komme ich denn hier rein? Hier. Danke für die Muni. Gut. Überall Blut. Denke ich, gehen wir doch auch mal hier rein. Fox hier. Hier ist keiner zu sehen. Ich gehe zur Radiologie. Okay, warum ist hier ein Bluthanddruck da? Warum da? Und warum nicht hier? Achso, du kommst hier gar nicht weiter. Achso, okay. Ja, dann, okay, dann erklärt sich das ja alles wieder von selber, ne? Was bist du für ein kranker Bastard? Doch, dass sie nicht ohne sind. Oh, upsala. Die sind vielleicht einfacher, aber die anderen, die kommen jetzt wahrscheinlich öfters auch wieder. Alter, wie viel Blut hier einfach ist, Mann. So, Flammenwerfer. Nice. Wie viele Waffen können wir denn mittragen? Ha! Wie musste ich das, du sagst? Guck das an. Ich bin einfach Pro, Junge. Wie gesagt, ich hoffe, der Sound passt oder ist jetzt laut genug. Der speichert Daten. Da würde ich aber sagen, diesmal machen wir hier einen Cut, weil sonst wird die Folge wieder ein bisschen länger. Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Part. Ich gucke nochmal den Sound an und dann sehen wir uns. Also bis dann, euer Flo. Ciao.